sind diese Woche im Hotel Imperia Delfin in Antalya und nehmen euch natürlich eine Runde mit, damit ihr seht, was es hier alles zu erleben gibt, wie die Zimmer ausschauen und natürlich auch, wie das Essen so ist. Das Buffet ist riesig, so wie kann ich euch schon mal sagen. Ich habe selten so ein Buffet erlebt. Natürlich auch mit zum Strand und zum Pool. Also ihr werdet einen Rundgang durchs Hotel erleben. Wir wohnen im 6. Stock von dem hier, was fast aussieht wie ein Shopping Center. Gehen hier ins Zimmer, haben ein großes Zimmer. Wir können da hinten das Meer sehen. Das Frühstücksbuffet ist ganz schön groß, süß aus. Es gab wirklich alles, von kalten Speisen über warme Speisen, über Omelette, Spiegeleier, hartgekochte Eier, aber auch perfekte pochierte Eier, sämtliche Brotsorten, alle möglichen Toastmaschinen, Obst ohne Ende, Gemüse und natürlich unendlich viele Granatäpfelchen bereits ausgebobbelt. Das ist der Eingangsbereich mit dem fetten Kronleuchter. Hier unten ist der Check-in und das sind die Aufzüge. In der Lobby standen immer diese Macarons sowie ein paar Getränke bereit. Der Poolbereich. Natürlich gibt es auch was für die Kleinsten. Und da hinten ist auch gleich der Mini-Klo. Und auch wenn man gerade mal nicht ins Wasser will, gibt es einiges für die Kids. Sogar noch ein Kids-Pool für Halbgroß-Kleine. Das hier ist der Mini-Klo übrigens. Ein bisschen dunkel, aber ich glaube ganz fein für die Kleinen, um wieder ein bisschen runterzukommen von der vielen Sonne. Oh. Hier ist am Abend wohl die Show. Dahinter das Meer. Hier habe ich gerade eine Stunde Yoga gemacht. Da sieht man ein anderes Hotel. Hier ist unseres, der Pool. Und jetzt wird gerade Tischfußball mit Menschen gespielt. Da sieht man die ganze Rutschenlandschaft. Auf der Seite gibt es auch noch so eine Art kleine Challenge in Hüpfburgform und natürlich Soccer. Hier gibt es dann überall so kleine Bars, unter anderem mit Kaffee. Hey! Aber auch mit Snacks. Und vorne geht es gleich mal ans Meer. Das ist die Sandy Bar. Jetzt seid ihr am Strand. Uhu. Mega. Und das ist ein Riesensteg auf dem Strand. Und da gibt es eine Fotoschaukel. Wir müssen auf die Fotoschaukel eigentlich. Ah, hallo. Hey! Jetzt bin ich auch am Meer angekommen. Super schön. War ich noch nicht, aber da gibt es wohl auch Getränke. Schaut mal, wie geil das hier ist. Also super ruhiges Meer, mega schöner Sandstrand, echt ultra gut. Und hier eben mit der Bar. Wow! Jetzt sind wir auf der Strandbar, 26 Grad, Ende Oktober, also echt gut. Und hier gibt es dann diesen Ausblick. So, da ist gerade keiner. Wow. Mega, oder? Das war jetzt eben diese Strandbar, die nochmal hinten draußen ist. Also mitten im Meer liegt. Mittagsbuffet, das ist jetzt wieder das große Buffet. Und da gibt es sogar frische Fische. Die schmecken echt super lecker, habe ich gerade schon gegessen. Und auch sonst ist es wieder fast zu viel des Guten, sodass man gar nicht weiß, wo man eigentlich hinlangen soll. Und natürlich auch alles Mögliche an Salatbuffet. Aber für mich geht es gleich mal zum Nachtisch. Übrigens gibt es neben diesem ganzen großen Buffet auch noch einige Ständchen am Strand und natürlich am Abend dann auch die à la carte Restaurants. Die muss man allerdings einen Tag vorher reservieren. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir gleich mal ab zum Kuchenbuffet. Weil was könnte es Besseres geben als wie Nachtisch? Wow, krasse Sache. Oh ja, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, es gibt auch nicht nur Ungesundes, sondern durchaus auch Obst. Aber bei mir
Und es kommt sogar ein Obstwagen durchgefahren. Wow! Bei uns geht es jetzt erstmal an den Pool. Was auch noch besonders ist, es gibt so richtiges Eis. Es ist lecker. Kellner fetzen hier mit Rollschuhen durch. Hier gibt es große Rutschen und auch einen kleinen Lunapark. Zur besseren Orientierung nochmal ein kleiner Schwenk von den Rutschen aus. Wir sind jetzt bereit und werden uns gleich mal in die Tiefe stürzen. Ich hab Eis! Oh Gott, ich bin auch so schnell! Ah! Wir fahren uns an eine Ringrutsche ran. Irgendwie stecken wir fest. Oh Gott! Oh, oh wow! Oh wow! 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 Oh mein Gott, wir sind ganz schnell. Oh, sind wir schnell. Bei so vielen Möglichkeiten ist der Tag wirklich total verflogen und dann kam auch schon dieser tolle Sonnenuntergang. Wenn die Sonne untergegangen ist, dann wurde es doch auch schnell ziemlich kühl, was zum Schlafen natürlich super angenehm ist. Allerdings heißt es dann erstmal hoch vom Strand umziehen und noch ein bisschen die letzte rötliche Abendsonne vom Balkon aus genießen. Abendessen mit Motto! Also das Essen war wirklich immer gut, aber bei diesem Themenabend war es nochmal einen Tick besser. Da gab es dann auch noch eine ganze Ecke nur mit Gummibärchen und Schokolade. Und hier seht ihr auch ein bisschen die Hauptspeisen. Allerdings bin ich ja wirklich super nachtischaffin. Und da war dieses eine Zimmer jeden Abend einfach nur mit Nachspeisen. Und nachher kommt noch ein richtiges Highlight, was nur diesen Abend war. Also bleibt dran. Da ist es auch schon. Nämlich ein echter türkischer Eismacher. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber der hat auch wirklich mit jedem diese Spielchen gemacht. Nicht nur, weil wir gefilmt haben, sondern das war so Standardprogramm und eine echte Show. Mein kleiner Schwarz ist gerade mal 4 Jahre alt und hat zu diesem Zeitpunkt gedacht, er hat sich das Eis nicht verdient, weil er es nicht schnappen konnte und war dann erstmal ein bisschen traurig, aber später hat er sich sehr gefreut. Hier seht ihr auch nochmal die Obstecke, so ähnlich wie auch schon beim Mittagsbuffet oder auch beim Frühstück, nur eben einfach noch ein bisschen größer und pompöser. Und das ist diese reine Gummibärchen- und Schokoladenabteilung. Die gab es aber nur beim Themenabend, nicht jeden Abend. Bei Nacht. Mami Lila. Oh ja. Bei der Mini-Disco gibt es sogar einen Stand mit Popcorn und Zuckerwatte. Klaviermusik gibt's auch. Live. Oh.
Um 20.30 Uhr war immer die Mini-Disco für die Kleinen und ab 21.30 Uhr gab es dann immer eine Show für Klein und Groß und da waren an diesem Abend so Bauchtänzerinnen dran. Es gab aber auch immer noch eine zweite Bühne mit Live-Musik. In der Früh ist es alles noch sehr leer. Und man sieht die Berge. So, das ist ein Steg weiter rechts, da ist sogar noch so eine Schaukel. Dann ist eben dieses I Love Delphi. Hier ist unser Spielplatz und hier ist unser Steg. Jetzt habe ich hier sogar ein Hallenbad entdeckt. Was es alles gibt hier. An einem Tag kann man fast nicht alles schaffen. Den Lunapark, der hatte nur von 14 bis 16 Uhr geöffnet, haben wir im ersten Park nicht selbst geschafft, aber dafür am zweiten. Und da gibt es außer dem Riesenrad auch noch einige weitere Attraktionen. Auch indoor ist neben dem großen Pool noch eine riesen Bowlingbahn mit so Automaten und kleinen Mini-Fahrgeschäften für Kids. Das muss man allerdings extra bezahlen. Wir waren 6 Tage dort und die Zeit ist wirklich verflogen. Wir haben den Urlaub sehr genossen und können das Hotel somit nur weiterempfehlen. Wart ihr auch schon mal dort? Wenn ja, schreibt uns doch gerne, wie eure Erfahrungen waren. Und vielleicht, falls ihr noch ein anderes Hotel kennt, was ähnlich schön ist, dann schreibt uns doch, wie es heißt und wo das ist. Weil Urlaubstipps kann man schließlich immer gebrauchen.